Wofür lassen sich denn die Heillieder besonders gut einsetzen in deiner Arbeit? Ja, Heillieder, Kraftlieder nenne ich es auch, haben immer zu tun mit Thema letztendlich Transformation. Es geht eigentlich darum, Prozesse in Verbindung, in Bewegung zu bringen. Prozesse, die in jedem Menschen da sind, ob es körperlich, seelisch oder psychisch sind. Und diese Heilungs- und Kraftlieder, diese wiederholenden Mantra-ähnliche Lieder lassen Menschen in einen bestimmten Zustand kommen von Entspannung und gleichzeitig von energetischer Aufladung. Und ich erlebe immer wieder, dass diese einfache Form von Lieder für viele Menschen möglich ist, auch die wenig Singerfahrung haben. Und sich durch auch diesen Gruppenresonanz, das gemeinsame Singen, sich mittragen lassen im Geschehen und dass dann auch ganz viel passieren kann. Und oft ist das nicht unbedingt das Lied, was wirkt, aber überhaupt das gemeinsame Singen vom Lied. Natürlich ist der Inhalt des Liedes kommt auch noch dazu und das Setting. Also ob wir im Stehen, im Bewegen gehen, ob wir im Sitzen gehen, was ich zum Beispiel auch mache, ist besingen, dass welche sich in der Mitte legen. Hinlegen und dass man so 5 Minuten, 10 Minuten lang, 15 Minuten lang gemeinsam für diese Person oder Personen dann zum Beispiel singen.